Hallo, ihr Kreativlinge. Fängt schon gut an. Wie ihr lesen könnt, will ich wegen Weihnachtsdecoration mit euch basteln. Und zwar der neueste Trend. Der ein oder andere hat es vielleicht in Facebook schon gesehen und ich fand das so toll. Da habe ich gesagt, komm, die magst du ja auch mal. Es hat was mit Basteln zu tun. Ja. Ich habe mir eine Baumscheibe besorgt, außen Teddy. 1,50 €. Ich mache keine Schleichwerbung. aber ich komme im Moment auch nicht zum Action und ich weiß gar nicht, ob es bei uns im Action noch Weihnachtssachen gibt. Bei uns im Teddy gibt es noch, ja, gut reichlich Sachen. Deswegen, der Teddy ist bei mir wirklich nur 5 Minuten zu Fuß entfernt. Deswegen, ja, habe ich den Teddy halt bevorzugt. So, das. Dann brauchen wir Weihnachtskugeln. Unschwer zu erkennen, auch vom Teddy. Ich habe jetzt mal die zwei mitgenommen. Ich hoffe, das sieht gut aus. Ich weiß es noch nicht, wie das Konstrukt zum Schluss aussieht. Dann einen Ring, der ist von, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig aussprechen kann, Reiher, keine Ahnung. Der ist 25 cm groß. Den habe ich mir bei wo Hobby wenig kostet mitbestellt. Also es war auch keine große Bestellung, also da braucht er keine Angst haben, dass er was verpasst hat. Mein Moment ist, ja, ne, es geht auf Weihnachten zu, man braucht Geschenke und so. Und ja, dann habe ich mir Watte mitgenommen. Ich hoffe, das funktioniert. Und eine Lichterkette. Ich habe noch gar nicht getestet, ob die geht. Gut. Ah ja, und die Figur, die steht schon seit Ewigkeiten hier. Ich wollte gar nicht viel Decoration drauf machen. Ich sehe dann eh was Dingenskirchen ist. Also wie es ausschaut. So, das muss jetzt daran. Mit Heißkleber. Viel Heißkleber. Ganz viel Heißkleber. Ich habe, wie man sieht, meine Pistole auch schon bereitgelegt. Ich hoffe, es wird was. Ich kann. Wenn nicht, dann kommt das Video erst gar nicht online. Und wenn schon, dann kommt das Video online. Ich bin echt gespannt, ob das was wird. Vor allem, wie es dann ausschaut. Aber ich wollte es unbedingt machen. Hoffentlich ziehe ich meine Kaffeetasse nicht vom Tisch runter. Weil das Kabel gerade dran vorbei rennt. Soll ich noch mehr Heißkleber verwenden oder nicht? Ich habe Angst, dass mir das ganze Ding dann umkippt oder wegknickt oder wie auch immer. Schon mal gleich die nächste bereitlegen. Ich glaube, ich lasse das jetzt erst einmal trocknen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder mal. Ich glaube, ihr wollt nicht beim Trocknen zuschauen. Weil ich muss das jetzt erstmal halten. So, und das hat jetzt eine halbe Ewigkeit gedauert, bis es einigermaßen getrocknet ist. Es ist immer noch warm. Aber ich habe in der Zeit schon mal die Lichterkette ausgepackt und ausprobiert. Sie funktioniert. Aber es dürfte soweit halten, zumindest dass es nicht umfliegt. Gut, dann drösel ich einmal die Lichterkette auf. Und drösel diese Lichterkette um mein Dingenskönigin. Um meinen Metallring. Jetzt habe ich es. Was ist das für eine Lichterkette? Okidoki. Wie fange ich denn da am dürfsten an, ohne dass ich da tausendmal rumschlängeln muss?
denke noch nichts dabei, wie ich mich gerade anstelle. Ich will bloß auch da vorne, da ist diese Klammer drin. Die will ich quasi nicht sehen haben oder zu sehen sein, wie auch immer. Und dann muss das ganze Konstrukt ja da durchgewickelt werden irgendwie. Oh Gott. Vor allem, wenn kein Platz ist hier. Aber gut, mein Konstrukt scheint zu halten. Ich habe leider keine goldene Lichterkette bekommen, sonst hätte ich eine goldene genommen. Ich bin echt gespannt, wie das zum Schluss aussieht. Rutsch mal ein Stück, bevor ich mir die Finger verbrenne. Ist lang genug, dass ich locker noch ein wenig nachrutschen kann. Und die kann man noch ein wenig biegen, was ich halt auch klasse finde, ne? Also bleibt die wenigstens an Ort und Stelle. Vorzugsweise, man macht's richtig. Das verstecke ich dann drunter. Vielleicht mache ich das mit Heißkleber fest, schaue ich gleich mal. Jetzt wickele ich erstmal den ganzen Konstrukt da so ein bisschen rum. Im gleichen Abstand versuchen zumindest. Aber ich fand die Lichterkette doch recht schön, weil die so ein bisschen so ein Glitzerband mit drin hat, auch wenn es Silber ist. Also ich wollte es halt ein bisschen in Gold halten, aber naja. Jetzt habe ich wohl einen reinsten Knoten da reingemacht, oder wie? Das verdröselt sich halt jetzt schon, ne? Einige werden jetzt vor den Kameras die Hände über den Kopf zusammenschlagen und andere wiederum, oh Gott, ja, kenne ich. Finde ich immer wieder schön, wenn ich dann Nachrichten bekomme, wenn ich dann so, oh, diese Klebereste, die kleben heute wieder ganz toll an meiner Hand. Ja, kenne ich, nervt, gell? Ich so, ja. Oh, das finde ich richtig schön. Dann weiß ich, ich bin nicht alleine. Ah, jetzt haben wir doch schon gleich alles weggedröselt. Ach, meine Katze bewegt sich. Okay, jetzt habe ich definitiv einen großen Knoten drin. Irgendwie. Jetzt. Ja, das ist der Nachteil von dieser Lichterkette hier, dass die sich so ein bisschen zusammendröselt. Aber ich finde sie schön trotzdem. Und die kann man, wie gesagt, halt schön biegen. So, ein bisschen ausrichten. Viel haben wir nicht mehr. Den Rest werde ich dann unten drunter verstecken irgendwie. Jetzt muss ich aber erstmal fertig wickeln. Kann man noch ein bisschen aufrutschen. Also mein Konstrukt scheint fürs Erste zu halten. Ist ja noch nicht ganz durchgetrocknet, ist immer noch warm, also so leicht warm. Aber hat eine halbe Ewigkeit gedauert. Aber gut. Ich will nicht meckern. Nehme ich denn noch auf? Ja. Bekomme ich einen Anruf mit? Nein. Ich muss natürlich aufs Display schauen. Weil ich habe ja auf stumm gestellt. Weil sonst würde das die ganze Zeit klingeln und ihr würdet das die ganze Zeit hören. Weil immer, also es ist kein, ne?
Es kommt halt immer sonst WhatsApp rein oder eine E-Mail oder. Und dann würde das halt wirklich die ganze Zeit klingeln, vibrieren. Aber ich muss halt so ein bisschen auch mein Display im Auge behalten, falls ich einen Anruf bekomme. So, klebe ich das da fest? Überlebt das meine? Klebe ich ihn dich fest? Ich überlege gerade meine Lichterkette. Vielleicht nicht gerade eine LED zukleben. Warte hier mal, bis es angetrocknet ist. No. Ja, okay. Jetzt habe ich reingelangt. Okay. So. Dann mache ich dich dahin. Ich will mir jetzt nicht die Finger verbrennen. Das wäre jetzt noch der Obergaum. Dim, 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 und dich verstecke ich dann dahinter. Hinter der Watte. Irgendwie. Und da setze ich den Kobold dann drauf. Kobold, halt das Ding. Kommt ja auch noch gleich Watte drauf. Ist doch ein wenig längerwieriges Projekt. Ich trinke mal schnell einen Kaffee, solange das. Ja, festhalten wäre auch eine Option. Es klebt zumindest schon mal. So, dann kann ich mal meine Kugeln auspacken. Und ich hoffe, es sieht einigermaßen schick aus. So wie ich das mir vorstelle. Ja, die brauche ich ja Gott sei Dank nicht aufheben, die Packungen. Deswegen ist mir das jetzt völlig wurscht. Die erste schon weg. Und dann gucken wir mal. Jetzt überlege ich gerade, wie ich die da so festklebe. Ich glaube, das werde ich dann ohne euch machen, weil das, denke ich mal, das dauert, weil die ja auch antrocknen müssen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Hoffentlich. Vielleicht mache ich, wenn ich ziemlich am Ende bin, mal wieder die Kamera an. Jo, also bis gleich. So, die letzten Züge. Entschuldigt, wenn ihr wackelt, das Kabel. Oh, ich könnte eigentlich so machen, ne? Dann wackelt er wenigstens nicht. Auf die Idee hätte ich auch früher kommen können. Ja, die letzten Züge. Und ich sage immer wieder, Heißkleber ist heiß. Ich habe jetzt auch von den kleinen Kugeln hier die Nupsis abgemacht, wo das Zeug drauf gefädelt wird, weil manchmal hat es so blöd gestört. Dass mir das dann im Weg war.
Aber ich sagte, ja komm, das sieht ja eh keiner hinten, oder, ne? Nee, ich denke, das langt. Ich denke, mehr mache ich gar nicht. Da vielleicht noch die eine oder zwei. Das überlege ich gerade. Ob ich da so andere güldenen Pin mache. Das überlege ich nur kurz. Ja, ich denke noch so eine Glitzergülden und ihr seht schon, dass in der Kamera kommt es gar nicht so rüber, aber da seht ihr ein bisschen Glitzer. Und es glitzert alles hier. Es glitzert alles. Ich glitzer, mein Tisch glitzert. Muss ich dann schnell mal sauber machen, wenn ich hier fertig bin. Und ihr braucht wirklich viel, viel Heißkleber. Und es dauert doch länger wie erwartet, weil, ja, mache ich da noch eine rein oder mache ich da keine mehr rein? Schauen wir, wie es ausschaut, wenn ich den Nupsi wegmache, dann sitzt die wenig tiefer. Wenn ich das jetzt wüsste. Oder mache ich da eine hin? Ja, ich würde fast da eine hin machen, weil das macht es dann nochmal so ein bisschen Abrundung. Jetzt muss ich gucken, wo ich meinen Kleber hin mache. Schana. Aber ich muss sagen, da wo sie geklebt sind und schon getrocknet sind, halten die echt, ne, bombenfest. Muss ich sagen. So, ich denke, das reicht mir. Oh ja, von den Großen ist eine übrig geblieben und von den Kleinen ein paar. Gut, die gebe ich dann, oder mache ich da unten dann noch eine hin, wenn ich meine Watte hingemacht habe. Ich denke, da unten werde ich dann auch noch eine hinmachen, wenn ich meine Watte gemacht habe. Jetzt brauche ich meine Watte. Und die verteile ich. Ich werde die teilweise mit festkleben. Aber nur teilweise. Mal da hinten kann ich sie ja zum Beispiel gar nicht festkleben. Oder will ich sie auch gar nicht festkleben. Einfach damit ich, wenn die Batterie leer sind, ich dann die Batterie wechseln kann. Aber ja, sieht doch ganz hübsch aus, ne? Finde ich schon. So. Und ich bin echt gespannt, ob ich die Lichterkette geschrottet habe mit dem Heißkleber. Da bin ich echt, echt gespannt. So. Warte mal zur Seite, das zur Seite, ein bisschen Platz machen, dann kommt mein Männchen. Da brauche ich wahrscheinlich auch nochmal gut Heißkleber. Das zuppel ich dann gleich weg. Der sitzt auf dem Ding, ne? Und cool.
Ich denke, das ist okay. Dann mache ich da unten noch die letzte Kugel hin. Und dann haben wir es doch schon. Ich bin gleich sehr gespannt, wie das aussieht, wenn ich die Lichterkette anschmeiße. Hihi. Aber ja, es war doch etwas aufwendiger. Aber gut. So. Der kippt natürlich ein bisschen um. Naja, klar, die Watte ist jetzt auch nicht so fest, ne? Aber gut. Ist trotzdem irgendwie blöd. Ja, da ist halt das Kabel, ne? Da hätte ich echt früher irgendwie. Vielleicht einen Ticken größer machen müssen, die Schlaufe oder so. Oder ich schmeiße einfach von hinten noch aber die Watte hin. Dass der quasi von hinten nochmal ein wenig stabilisiert wird. Dass der mir nicht dauernd nach hinten kippt. So. Perfekt. Ich kann das euch ein bisschen ins Bild zeigen. Das schaut jetzt so aus. Im Thumbnail seht ihr es dann, ja. Ja, klar, ne? Die Lichterkette, die röschelt raus, aber die mache ich gar nicht fest, weil, wie gesagt, ich will die Batterie noch wechseln. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Oh, okay. Ich mache mal das Licht aus und nehme euch einmal vom Stativ. So, also schaut euch nicht hinten dran um, das schaut aus bei mir im Moment. Aber ich finde es doch sehr, sehr gelungen. Oder was meint ihr? Ich finde es schön. Dies ist auch noch ein wenig beleuchtet hier unten, da sieht man es noch ein bisschen. Hier hinten leuchten noch ein paar. Seht ihr jetzt nicht, weil ja Tageslicht ist. Auf der Kamera kommt es gerade heller rüber, aber ich finde es schön. Ja, ich finde es hat sich gelohnt. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin sage ich tschüss, wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund und nicht da hinten umgucken.